Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute spreche ich mit euch über das Thema Turm springen und was daran so gefährlich ist. Es gibt schon einen Grund, warum man in einem Freibad nicht von einem 40 Meter Turm springen kann, weil dieser gar nicht existiert. Und zwar die Wasseroberfläche. Es ist schon schwierig, von einem Zehner die Wasseroberfläche zu erkennen, wenn niemand drinnen ist, denn dann ist die Wasseroberfläche nämlich unsichtbar. Heißt, wenn ihr in Erwägung zieht, einen Dropkick ins Wasser zu machen von einem 5 Meter Turm, dann könnt ihr euch jetzt schon mal bei der Notaufnahme anmelden. Man muss mit völlig angespanntem Körper ganz gerade, entweder mit dem Kopf oder mit den Beinen voran, in das Wasser eintauchen. Ein sehr gutes Beispiel ist ein Prominenter, der hat sich, ich nenne hier keinen Namen, wie er mit der Seite auf das Wasser geklatscht ist, den ganzen Unterschenkel aufgerissen. Er hat ein Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Also immer darauf achten, dass ihr mit, wenn es geht, angespanntem Körper und Hände dicht am Körper und gerader Rücken, also kerzengerade, auf das Wasser trefft. Jetzt kann man natürlich sagen, 10 Meter, das ist ja nicht hoch. Denkste, die Fallgeschwindigkeit von einer Person, die 105 Kilo hat, ist wahnsinnig schnell. Also der braucht ungefähr eine halbe Minuten, dann ist er unten. Und es kommt noch was dazu, nämlich wenn das Wasser, sage ich jetzt einfach einmal, 1,60 tief ist und er selber ist 1,80, dann gute Nacht. Je höher man ist, desto schmerzhafter wird es. Die Leute von Seven vs. Wild zum Beispiel, die waren auf dem Meer, zweite Staffel, und sind von dort ins Wasser gekopft, von einem Helikopter, von einer Höhe von etwa 15 Meter. Manche haben ein loses Gewand auch gehabt. Am Meer draußen ist es noch viel gefährlicher. Aber wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel aus 60 Meter keine Überlebenschance hat, dann ist es meiner Ansicht nach schon extrem heftig. Und eine Fahnenstellung geht natürlich auch nicht. Die ganzen Sachen, die was man heraus schafft, die kann man bei einem Sprung ins Wasser nicht machen. Der Grund, das Wasser, also die Wasseroberfläche beim Auftreffen, ist hart wie Stahl. Deshalb ist es auch aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, nackt oder halbnackt aus einer Höhe von 30 Meter aus dem Helikopter in ein Schwimmbad zu springen. 15 Meter ist das Höchste,
Nur man muss auch wissen, was man macht. Und das Thema Sicherheit ist bei gewissen Shows extrem wichtig. Denn am Ende ist nicht der Veranstalter oder nicht der Fernsehsender für die Sicherheit der Leute zuständig, sondern man selber. Wenn man einen Sprung ausübt, also einen Sprung macht von 10 Meter Schraube, also Salto rückwärts mit Schraube, dann muss man darauf achten, dass man mit dem Kopf voran und angespannten Körper oder auch mit den Füßen voran in das Wasser eintaucht. Alles andere wäre zu gefährlich. Auch wenn es nur kleinere Verletzungen sind. Aber einem Prominenten ist was ganz Schlimmes passiert, und zwar der hat jetzt sein Laptop lang damit zu kämpfen, der ist taub. Seit dem Turmspringen hört dieser Mensch extrem schlecht. Er ist runtergekocht, ist falsch aufgekommen und dann sind ihm beide Trommelfelle geplatzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, selber schuld. Nur es stimmt, denn niemand außer ihm selber ist dafür verantwortlich. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund. Euer Mike.